Arbeit. Der Schwerpunkt. Gündogan. 1-0. Zweiundzwanzigste Minute. Zwei Schritte Anlauf von Ilkay Gündogan. Klasse Freistoß. Mauer springt auch nicht wirklich hoch allerdings. Und Stankovic mit Abwehraufgaben nicht ausgelastet. Gut reingelegt für Schmelzer. Jetzt aber 2-0. Im dritten Versuch dann aber Pierre. Und dann erledigt Aubameyang eben seinen Job. Gündogan. Es geht sehr einfach durch. Und das Geschenk für Kampel, der nimmt es an, 3-0. Verständnis da mit Omar, dem Abwehrspieler mit der Nummer 4. Trotzdem muss man den auch erstmal dann so reinmachen wie Kevin Kampel. Gut von links auf rechts gelegt. Gedankenschnell. Zu Pia und Hummels. Ja, ja. Und das ist die Chance und das Tor für die Tigers. Gary ist 3 Monate lang bei der U23 in Dortmund mittrainiert. Was für Lücken da beim BVB. Die größte ist rund um Gary Steven Robert. Gut den Kopf oben gehabt von Jaja. Und klasse genommen. Reus. Reus, das ist klasse. Super zurückgelegt. 4-1. Vorbereitet von Marco Reus. Das sind die Einzelaktionen. Und dann ist es eine japanische Koproduktion. Maruoka und Kagawa. Und das wiederum wird morgen zu sehen sein. Im japanischen Fernsehen. Vor allen Dingen. Zwei Japaner. Schenkt Dujac vielleicht die Chance. Dujac! 5-1. Gegen zwei, gut durchgesetzt. Er hatte im Januar einen Profivertrag unterschrieben und im März gegen Hannover auch schon sein erstes Bundesliga. Reus. Marco Reus. Schön gemacht, 6-1. Aber sich da in der letzten Minute doch mal so durchzusetzen, das spricht dann auch für die Qualität von Marco Reus. Und typischerweise sind es die beiden, die ja am gefragtesten waren. Shinji Kagawa natürlich vor allen Dingen in Japan und Marco Reus in Singapur und Malaysia.